Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal Guff Gaming. Wir befinden uns mal wieder in einem kleinen Let's Show Format. Und zwar handelt es sich diesmal um das wunderbare kleine Spiel Yet Another Zombie Defense. Das Spiel kostet etwa 1 Euro, der Link ist in der Beschreibung. Zumindest war es jetzt runtergesetzt für 1 Euro, keine Ahnung. Ich hatte noch 1 Euro Steam Guthaben, da habe ich gesagt, komm, kaufst du dir. Machen wir einen Let's Test von. Wir spielen The Guy. Also das da oben, ja, da genau den. Ist jetzt nachkommentiert leider, weil der das vorherige Kommentar aus irgendeinem Grund nicht aufgezeichnet hat. Ja, ich bin der Ramtu, was man jetzt vielleicht gerade eben gesehen hat. Und was jetzt ganz wichtig ist für euch, bevor es wieder irgendwelche Mecker gibt, ich spiele das Spiel zum ersten Mal hier. Ich habe das Spiel gestartet, das Fenster ging auf, Aufnahmetaste. Ich habe das Spiel nicht einmal kurz angetestet, gar nichts. Ich spiele es wirklich jetzt das allererste Mal blank. Hab mir das gerade runtergeladen und deswegen ist es ziemlich wichtig, dass ihr mir nicht drunter schreibt, ja, bereite ich doch mal besser vor. Das habe ich in irgendeinem Video, habe ich das schon mal erwähnt und trotzdem gab es Kritik. Ich teste das aus der Sicht eines absoluten Anfängers. Ich will zuerst ein Let's Test machen, wie das Spiel auf mich wirkt, wenn ich es mir gerade gekauft habe. Und dann wird bald noch ein Video kommen, wenn ich mich mit dem Spiel ein bisschen mal auseinandergesetzt habe, vielleicht sogar mit mehreren Leuten dann, dass wir dann ein Let's Test Together machen, dann mit mehr Ahnung von dem Spiel. Das wirkt für mich nämlich auf jeden Fall wesentlich sinnvoller, weil dann weiß man von Anfang an, auf was stellt man sich ein, ist das Spiel kompliziert oder kann man das von Anfang an? Das war vor allem bei Killing Floor so, ist es, dass es vielen keinen Spaß gemacht hat, weil man am Anfang eben als Noob zu schwach ist. Man muss sich mit dem Spiel richtig auseinandersetzen, um in dem Spiel was erreichen zu können. Und das wir jetzt hier haben, wenn ich das jetzt so teste, kann ich jetzt sagen, zum Beispiel, ich fand das bei dem Spiel nämlich sehr gut, dass du von Anfang an gut sein kannst. So, und darum geht es mir jetzt nicht, dass ihr dann seht, oh, das Spiel ist aber toll, weil das irgend so ein Pro-Spiel, dann kaufst du es dir selber, dann ist das absoluter Schrott. Das hat man so nicht, so hat man das, weiß man am Anfang an, wie man sich am Anfang fühlt und dann halt, wie das Spiel sich verbessert oder verschlechtert nach hinten mit der Erfahrung aus. Und Level, wenn es denn hier eins gibt, das habe ich noch nicht so ganz gerallt. Egal. Ich sehe gerade, dass da irgendein Cursor rumwackelt. Den muss ich gleich mal rausnehmen, noch aus dem Video. Ja, generell macht es mir gerade wieder ein bisschen Spaß mit YouTube. Ich bringe natürlich jetzt keine Videos. Ich hatte mal eine Zeit lang in die Videos unten reingeschrieben, in die Beschreibung. Jeden zweiten Tag um 16 Uhr ein Video, das schaffe ich überhaupt nicht mehr. Also Ausbildung ist krass. Ich habe das jetzt mit einem Kumpel zusammen, mache ich den Kanal, mit dem Bräuti, der hat ja das Advanced Warfare Let's Test gemacht. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und es ist einfach schwer, das Kanal am Laufen zu halten. Ich habe, wie lange ist der? Läuft der Kanal schon 2 Jahre. Und ich bin jetzt eigentlich mit der Zeit zufrieden. Gerade in letzter Zeit machen wir riesige Sprünge nach vorne, was die Abonnenten angeht. Am Anfang war das ja immer nur so ein Schleichen, weil wir waren wirklich scheiße. Also ich eher gesagt, ich habe ja nur Battlefield for Free Let's Played und ich war ja so scheiße. Also die Qualität war ja richtig scheiße. Es war einfach alles scheiße. Jetzt geht's hoffentlich zumindest etwas für euch. Ich hoffe, dass die Videos für euch nicht mehr ganz so schlimm sind. Ja, des Weiteren muss ich eigentlich nichts mehr groß dazu sagen. Ich freue mich einfach, wenn ich auf den Kanal gucke und sehe jetzt, was war mein letzter Stand, 180 Abonnenten. Das fand ich einfach schön. Das gefällt mir innerlich. Ich will ja kein Geld von YouTube haben. Also ich monetarisiere meine Videos mit Absicht nicht. Ich möchte euch auch nicht mit Werbung belästigen. Alles, was ich eigentlich machen möchte, ist in erster Linie, ja, dass es mir was bringt halt. Dass ich irgendwann auf den Kanal gucke und sage, den Leuten gefällt's. Das ist einfach ein schönes Gefühl. Und deswegen macht man das. Und es ist halt ein schönes Hobby. So, was ich jetzt noch dazu sagen muss, jetzt wenden wir uns nämlich wieder dem Spiel zu, bevor ich wieder zu sehr abschweife. Wir sind jetzt bei Nacht 3, also Welle 3. Und wir hatten eben den Shop gesehen. Man überspielt sich die Runde, die ganze Runde erspielt man sich Geld. Und kann sich dann am Ende der Runde jeweils etwas kaufen. So, und wenn ich mir dann etwas gekauft habe, sage ich mal eine Waffe, dann muss ich die einzelne Munition dazu kaufen. Das habe ich am Anfang nicht verstanden. Das kommt, habe ich erst im späteren Verlauf des Spiels verstanden. Dass du dir zum Beispiel, du schaffst dir eine Shotgun. Wie jetzt, ich habe mir eine Shotgun gekauft, auf einmal schießt sie nicht mehr, ne? Dann denke ich mir so, hä, was ist denn jetzt los? Ja, weil ich keine Munition gekauft hatte. Ich dachte, man kauft die Waffe mit voller Munition, das tut man aber nicht. Es wäre schön gewesen von den Machern des Spiels, wenn man ganz am Anfang mal so ein kleines Tutorial, also gar kein großes, so ein nerviges Tutorial, was man hasst, sondern einfach nur mal so ein, im Ladebildschirm einfach mal sagt, das und das ist wichtig zu beachten am Anfang. Das hätte schon absolut gereicht und das wäre super gewesen. Aber leider,
war das hier bei dem Spiel nicht der Fall. Das ist aber eigentlich der einzige Nachteil, den ich erkennen kann. Das Spiel läuft auf jedem Rechner, ist ja klar. Was hat denn das für Anforderungen? Das hat ja nichts. Aus irgendeinem Grund hat sich das bei mir aber auf 1366x700 irgendwas Auflösung gestellt. Das habe ich jetzt gerade eben umgestellt nach dem Video. Also im nächsten Video habt ihr dann wieder volle Auflösung, weil das ist jetzt hier ja irgendwie ein bisschen scheiße jetzt gewesen, dass er das aus irgendeinem Grund runtergedreht hat. Das sieht man jetzt gleich. Bei Option dachte ich mir so, hä, was ist denn jetzt los? Warum stellt ihr das denn da? Egal. Naja, also auf jeden Fall, ihr müsst am Anfang, wenn ihr euch das Spiel kauft, es ist 95 MB groß, also das ist ja wirklich ein Witz von der Größe her, und es bockt sich halt. Das ist natürlich kein Spiel zum Suchten, was man den ganzen Tag durchspielen kann, wie DayZ oder so. Aber mal so zwischendurch oder auch mal zum Aufnehmen halt, ist es echt eine schöne Sache. Und für 1 € kann man nicht meckern, das Spiel ist ziemlich gut gemacht. Klar, es ist jetzt kein großer Aufwand drin, aber für den, es ist gut gelöst, für die Spielart. Und es macht eigentlich auch gar nicht so wenig Spaß. Ich kann mir vorstellen, wenn man das mit mehreren Leuten spielt und setzt sich mal richtig dahinter, dann wird das bestimmt auch ein bisschen lustig. Naja, ich hoffe, dass es auch in Zukunft lustig bleibt. Naja, ich kann dazu nicht mehr viel sagen. Mir hat das Spiel generell, also das ganze Match hier hat mir sehr viel Spaß gemacht. Obwohl ich dann zum Teil ein bisschen dumm bin, muss ich ganz ehrlich zu sagen, wenn er das vielleicht von Killing Floor kennt. Man zieht sich langsam zurück und hält dabei die ganze Zeit rein. So, und hier ist halt noch diese Sache, dass man Sachen einsammeln möchte. Und deswegen rennt man wieder auf die Zombies zu, um zu den Sachen zu kommen. Und das, da muss man irgendwie gegen ankämpfen. Das habe ich am Anfang auch nicht gecheckt und bin einfach mal drauf losgerannt. Aber man verreckt hier so schnell, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, hier schlagen mich die ganze Zeit und passiert nichts. Ich hatte aber in Wirklichkeit einfach nur scheiße Glück. Ja, was am Ende jetzt... Letztendlich habe ich es leider ja nicht sehr weit geschafft, aber... Es ist schon eine Sache, wenn man jetzt, sag ich mal, gleich los muss. Man kann jetzt gerade auf den DC-Server connecten und mal eben mal 10 Minuten spielen und wieder runtergehen. Das geht nicht. Das ist unlogisch. Stattdessen würde ich jetzt, wie hier zum Beispiel, das Spiel... das kann man eben mal starten. Macht man mal 5 Minuten und hört wieder auf. Das geht bei Killing Floor. Es geht ein Spiel nochmal eine Stunde. So ein schönes 10-Runden-Spiel. So ungefähr, wenn man das dann gut in ein gutes Team hat, dann macht das auch richtig, das bockt sich das richtig, aber richtig, es ist ein unglaublicher Spielspaß. Das hat man hier halt bestimmt auch, wenn man dann ein gutes Team hat, aber so alleine könnte ich das nicht den ganzen Tag spielen. Da bräuchte man, denke ich, schon ein Team, um da richtig schön viel Spaß dran zu haben. Ja, was noch zu beachten? Eigentlich nicht so groß. Normalerweise ist das Spiel natürlich noch wesentlich größer, als ich das jetzt zeige. Da hat man viel mehr Möglichkeiten, man kann auch Barrieren und so aufbauen. Es gibt sogar Mods, habe ich schon gesehen. Aber, Leute, ganz ehrlich, das ist ein Spiel immer so für zwischendurch, das muss ich nicht groß modden, erstens das. Und, ja, zweitens, ich weiß nicht, wie das dann mit Mods bei so einem Spiel ist. Ich würde es so spielen, wie es ist. Ich finde das Prinzip ganz gut, auch dass man sich dann eine Barriere oder so aufbauen könnte. Das würde ich mir sehr, sehr fast jedem Spiel so wünschen, aber naja. Naja. Wir sehen es ja schon. Da war mein Ende. Puh, ja, eigentlich muss ich ansonsten jetzt gar nichts mehr zu dem Spiel sagen. Das war eigentlich schon so das Größte. Für den Anfang ist es echt ein gutes Spiel. Das hat man bei wenig Spielen, dass es von Anfang an eigentlich so recht leicht zu verstehen geht. Für den Preis kann man nichts sagen. Es ist trotzdem jetzt kein Spiel, was man die ganze Zeit suchten könnte. Da muss man schon irgendwie dran Interesse haben oder so. Ich weiß, kann es ja auch nicht genau sagen. Naja. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Wenn ihr ein paar Jungs braucht, die mit euch Killing Floor oder Zombie-Metzel-Spiele suchten, dann... Meldet euch, schreibt was unten in die Kommentare rein, dann poste ich euch da den TS, die TS-IP. Und wir freuen uns immer über Leute, die mitspielen. Ja, das war's dann aber eigentlich soweit. Wir sehen uns im nächsten Video auf dem Kanal Gaff Gaming, entweder von mir oder von Bräuti. Und danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Vergesst nicht, einen Kommentar da zu lassen und damit sehen wir uns dann, oder hören uns eher gesagt, irgendwann anders. Tschüss.